Aloha und willkommen zurück zu Fall Guys. Hallöchen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bereit auf ein Würstchen. Fall Guys im Würstchen. Ja, ja. Wir machen einfach da weiter, wo wir letzte Folge quasi aufgehört haben. Und spielen einfach mehrere Shows. Je nachdem. Ich habe in der Showauswahl habe ich Solo-Shows und Truppjubel noch drinne. Extrem traue ich mich nicht dran. Wir könnten auch Duos mal reinnehmen. Damit habe ich auch kein Problem. Und ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir reingeschmissen werden. Auf geht's. Let's go. Ich glaube, viele spielen aktuell noch den Truppjubel, weil sie den natürlich noch fertig bekommen wollen. Ich meine, der geht halt nur noch einen Tag, ne? Von daher kann ich das auch total nachvollziehen. Ich habe übrigens den Vollgas-Sound doch wieder ein bisschen lauter gemacht. Der war dann doch ein bisschen leise in der letzten Folge. Der war okay. Also es war jetzt nicht irgendwie störend, man hat gar nichts gehört, aber ich dachte mir so, so ein bisschen... Bahnenkampf. Oh, das ist das mit dem Rennen wieder. Und da, wo ich es oben nie lang schaffe. Und dann kommen die Mobbinghämmer. Da werden wir noch weggemobbt. Oh, ich stehe ganz hinten. Oh. Nein, ich bin gestolpert. Nein! Aua! Ich bin irgendwo hängen geblieben. Das war sehr unglücklich. Stimmt, da kam man ja auch noch eigentlich auf die andere Bahn wieder rauf. Rüber da. Laufen, laufen, laufen. Und ins Ziel. Sehr schön. Naja, war goldene Mitte. Beste 50%, sage ich ja. Goldene Mitte. Es gibt so viele coole Kostüme, ne? Da oben sind zum Beispiel Kakteen. Voll cool. Ich habe so coole Outfits gar nicht. Manchmal wünschte ich mir wirklich, ich hätte damals noch ein bisschen öfter und mehr gespielt, weil dann hätte ich halt sehr, sehr viele coole Outfits haben können, ne? So habe ich halt ein paar, aber nicht alle. Oh, das habe ich bisher nur einmal gewonnen. Hier bin ich bisher nur einmal weitergekommen. Aber endlich mal wieder was Neues. Was heißt neu? Also eine andere Map als die, die wir schon so oft gesehen haben. Hallo, lassen Sie mich bitte durch. Oh Gott, ah, da bin ich ein bisschen gestolpert. Das ist aber okay. Nein! So knapp! Ich bin früher noch nicht mal durch das erste Loch gekommen. Nein! Aha! Verdammt! Nein! Da stand einfach einer im Weg. Habt ihr das gesehen? Das wäre der letzte gewesen. Komm, 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 komm. Ich schaff das. Ich schaff das. Nein. Komm schon. Komm schon, ich schaff das. Durch den silbernen. Ja.
Das war jetzt doch noch knapper als gedacht. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, wie lange ich Fallguys spielen werde. Und weiß ich nicht, ob das jetzt so 100 Parts werden oder ob ich da irgendwann zwischendrin mal aufhöre und wenn ich wieder Lust habe, wieder anfange, das weiß ich nicht. Ich habe erstmal so gedacht gehabt, es kommt so alle 2 Tage. Aber vielleicht mache ich auch nur alle nicht 4 Tage, sondern 2-mal in der Woche. Vielleicht irgendwie nur so Montag und Donnerstag oder Dienstag und Donnerstag oder Dienstag und Mittwoch oder weiß ich noch nicht. Okay, okay, okay. Ich glaube, die hier gehen kaputt, ne? Ja. Und dann kommen hier noch so eine Hügelein. Aber die grünen gehen nicht kaputt. Das ist gut. Ich mache einfach alles hier kaputt. Oh nein. Nein. Oh, der hat mich noch getroffen. Komm, wir gucken den Kaktus so. Ah, Mist, ey. Aber die eine Kugel, die hat mich gerade so noch getroffen gehabt. Oh, da ist jemand noch in der letzten Sekunde rausgeflogen. Oh, sad. Oh, da sind aber viele rausgeflogen. Oha. Noch mehr rausgeflogen als gedacht, ne? Ja, viel kam da jetzt nicht dazu. Dann gehen wir einfach direkt wieder rein. Ich glaube, so mit so 2-3 Spielen pro Folge klappt das eigentlich auch ganz gut. Kommt natürlich immer darauf an, wie weit ich komme und wie doof ich mich anstelle. Aber wir wissen ja, Übung macht den Meister. Das merke ich vor allem daran, wo wir das eben mit den Ringen hatten, wo man durchspringen muss, diese Wände, dass ich das früher überhaupt nicht geschafft habe. Da bin ich gerade mal vielleicht durch den ersten Ring gekommen, falls überhaupt. Und mittlerweile komme ich da eigentlich einigermaßen okay durch. Bis zum Schluss muss ich noch ein bisschen üben. Deswegen, bei manchen Maps wünschte ich mir, sie würden ein bisschen häufiger kommen. Oh, wir brauchen wieder... Müssen wieder in Schweif sein. Schweif zurück. Ja, einfach ein rotes Würstchen. Oh Gott, oh Gott. Warte. Oh nein, meine Leute haben Angst vor mir, weil sie denken... Oh, das ist aber sehr verwirrend. Meine Arme sind gelb, aber meine Wurst ist rot. Das ist sehr verwirrend. Ich glaube, die Leute denken, dass... Oh Gott, ich glaube, die wissen gar nicht, was ich bin. Bin ich rot? Bin ich gelb? Wer weiß, wer weiß? Schade, ausgeschieden.
Das ist aber auch sehr verwirrend mit der Wurst. Ich war selber gerade von mir verwirrt. Kurzzeitig. Ja komm, dann hängen wir noch eine dritte Runde mit dran. Oder eine vierte, je nachdem. Ich pegel einfach mal immer so um die 20 Minuten an. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das ist auch eine angenehme Länge für die Folgen. Dass es dann einfach nicht zu lang ist. Und hier auch ein kleiner Shoutout, ne? Wenn es warm ist und so, vergisst nicht zu trinken. Und dementsprechend gerade mal Prost. Das vergisst man nämlich gerne. Vor allem, wenn man auch am PC sitzt und spielt. Aber nicht nur, wenn man am PC sitzt, auch wenn man arbeitet und sonstiges. Allgemein Sachen, wo man sich sehr schnell ablenken lässt. Da vergisst man sehr essentielle Sachen, nämlich sowas wie Trinken und manchmal sogar Essen. Ist nicht gut. Also passt auf euch auf. Bin ich eure Mama, aber einfach nur mal so. Oh, das ist wieder... Das ist die lustige Map, die finde ich cool. Das ist die mit den Röhren, wo man denn sonst wo mal rauskommt. Die mag ich. Aber jetzt ist mein Würstchen auch wieder so braun, ne? Wusch, dass das vorhin so rot war. Ich denke mal, das lag wirklich daran, dass ich halt gelbe Arme quasi hatte. So, rein da. Ah, Käse. Oh, ich hab's geschafft. Bing. Sad. Genau, hier kann man rauf und dann hier wieder runter. Oh Gott, ich habe gerade fast nichts gesehen. Aber wir sind drinne. Aber wir spielen zu zweit. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir spielen ein Duo. Ich bin so froh, dass die mittlerweile das mit dem Free-for-All halt, beziehungsweise Free-to-Play, dass sie das mittlerweile halt gefixt haben. Das war ja in den ersten Wochen gefühlt, oder in der ersten Woche, war das ja gefühlt gar nicht spielbar. Das war ja richtig, richtig schlimm mit den Ladezeiten, teilweise mit der Spielersuche, mit dem Crossplay. Das ging ja drunter und drüber. Aber ich glaube, sie haben mittlerweile alles gefixt. Es fühlt sich wieder nach Standard Fall Guys an. Haben wir das nicht eben schon gehabt? Totale Schieflage? Nee, sowas ähnliches haben wir, glaube ich, gerade gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass mir voll, dass jemand so viel Spaß machen würde. Ich war nämlich am Anfang, wo ich das gespielt habe, war ich sehr, sehr salty. Nein. Gut. Also wirklich, es hat doch schon sehr frustriert am Anfang. Aber mittlerweile nehme ich das ganze Ding sehr mit Humor. Und es macht mir ja dann doch Spaß. Vor allem, wenn man dann mal weiterkommt. Oder wenn man sogar mal bis ins Finale kommt. Das ist halt einfach schön. Stimmt, das hatten wir nicht.
Das war ja auch. Das ist alles ein bisschen sehr verwirrend hier. Den richtigen Weg zu finden. Oh! Das war viel zu knapp. Hey, nicht schubsern. Oh. Ah, jetzt muss ich so weit nochmal laufen. Oh, well. Oh, nein. Das war zu knapp. Aber wir sind beide noch nicht im Ziel. Das ist aber schlecht eigentlich. Und ich war schon fast da, ne? Ich war schon fast. Okay, mein Teamkollege ist drinne. Ja, ich hätte vorhin einfach da auch laufen sollen. Okay, aber ich habe noch 25 Punkte bekommen. Position 5, 6. Aber ich glaube, im zweiten Spiel sollte das noch nicht so wild sein. Ich glaube, wir sollten noch ganz locker weiterkommen. Hoffe ich. Ich bin halt eben einmal sehr, sehr ungünstig runtergefallen. Weil da war ja schon fast das Ziel. Das war halt schon sehr sad. Ich glaube, hier genau an der Stelle, wo er hier ist. Ja, da hätte ich genau so, da hätte ich, wie ich es eben gemacht habe, einfach rüberspringen sollen und nicht da auf die andere Plattform. Die andere Plattform war doof. Mit diesen Trommeln, die da sind, kann man sich bestimmt auch noch hin und wieder mal retten oder nach vorne boosten oder so, ne? Die beste 15 kommt weiter. Ja, dann. Wir sind jetzt auf Platz 7. Das sollte ja. Das sollte hinhauen. Ja, sogar beste 50%. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Schneeschieber. Oh, das hatten wir vorhin mit der Gruppe. Aber wir sind doch nur zu zweit, oder? Oh nein! Oh, wir sind ganz viele jetzt. Oh. Also so ein richtiges Teamspiel, weil wir sind ja deutlich mehr. Das ist mein Kollege. Guck mal, jetzt bin ich wieder ein rotes Würstchen. Sieht er das? Ja, einfach wieder ein rotes Würstchen. Das ist halt doof, wenn... Also alle brauchen ja da nicht... Da gehen wir lieber die anderen behindern. Bleib hier! Die Blauen krabbeln die Blauen an. Okay. Aua! Wir müssen unseren Ball auf jeden Fall schieben. Schieben, schieben, Leute. Ich schieb, ich schieb. Wir haben's was, wir haben's was. Leute, 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 komm, komm, kommt. Ja, wir haben's geschafft. Sehr schön. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Yay.
Oh, jetzt fliegen super viele raus, ne? Ein Drittel. An Rechnen. Passiert auch nicht so oft. Ausweichmanöver, wieder einfach nur laufen, ne? Laufen, laufen, laufen. Das kann jetzt gut laufen, das kann jetzt aber auch ganz schlecht laufen. Ja, hier am Rand laufen ist eigentlich gar nicht mehr so gut, glaube ich. Käse. Oder eher Früchte, je nachdem. Boah, da ist einfach schon jemand im Ziel. Oh, ich bin so weit vorne. Warte, warte, warte. Oh, wenn mir jetzt noch was ins Gesicht fliegt. Oh Gott. Ja. Aber wir sind kurz vorm Rausfliegen, ne? Ja, wir sind rausgeflogen, okay. Wobei, wenn er jetzt noch reinschafft. Komm. Let's go. Du schaffst das. Du schaffst das. Nein. Es hat leider nicht mehr gereicht. Aber wir sind alle ins Ziel gekommen. Okay. Na, leider ausgeschieden. Schade. Na, guck mal, ich habe ein paar Sachen abgeschlossen. Sehr schön. Und das nächste Level erreicht. Kürbisrinde. Und ein paar Kodos. Und noch eine Gesichtsbemalung. So, das war's jetzt aber. Mensch. Wirbelbohne. Okay. Ja, das war doch aber eine ganz gute Runde noch gewesen zum Schluss. Wir haben zwar heute nicht gewonnen, aber es geht ja auch nicht immer ums Gewinnen. Wobei bei Vollgas ist theoretisch das Ziel zu gewinnen, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um den Spaß. Und den habe ich definitiv. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.